Und damit herzlich willkommen zurück hier in meinem X4-Universum. Ich bin der Shintuaga. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und ja, zwischenzeitlich ist jetzt Patch 7.10 erschienen. Das heißt, ab sofort geht es auch hier mit der neuen Version weiter. Ich habe ja die Patch Notes mir nur überflogen. Also die gibt es ja eigentlich auch nur in Englisch, aber... Ja, überflogen heißt, ich habe jetzt nicht genau geguckt. Ich habe jetzt mal so roundabout geschaut, ob denn das Problem mit den Erkundungsmissionen, die man selber erstellt, gefixt wurde, sodass die quasi innerhalb der kompletten Kugel suchen und nicht nur wie zuletzt auf einer Ebene. Hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Aha. Na, da haben sie ja mal ein bisschen drüber nachgedacht. Dass sie auch mal die Infos, wo was zu finden gibt, auch einfach mal über eine Nachricht. Also das ist garantiert neu dazugekommen jetzt im Patch 7.10. So, Nubuleus Glück 2 habe ich schon. Tageszusammenbruch 15 habe ich auch schon. Genau, und hier sind wir gerade am Suchen in Antigone Memorial. Ansonsten hier Zweifel des CEOs haben wir noch nicht freigeschaltet. Und Moikis Rache haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Den Sektor, das Schiff da drin, gäbe es anscheinend schon zu finden. Allerdings bin ich so ein bisschen am Überlegen, warum Schiffe freigeschaltet werden, Sektoren, die man erst später freischaltet. Das verstehe ich nicht so ganz. Also es gab definitiv ja keine Missionen, um die Sektoren vorher freizuschalten. Da habe ich ja extra nochmal drauf geachtet. Gut, aber ist egal. Hier kann ich dann also nochmal nachgucken. Und jo, dann werden wir jetzt hier nochmal ein bisschen weitermachen. Ich werde aber innerhalb dieser Folge auf jeden Fall auch wieder in Richtung Timelines springen. Und dort wieder weitermachen. Und zwar in der Form, dass ich dann... Ja, spiele die entsprechende Mission. Und zwar so immer, dass ich mindestens einen Stern erreicht habe. Und nicht wie bei den anderen, wo es auch mal 0 Sterne war, sondern zumindest, ja, dass es dann eine Belohnung irgendwie gibt. Beziehungsweise es gibt ja nicht für alles eine Belohnung, aber ihr wisst, was ich meine. Am besten, dass man halt so viel wie möglich von diesem ganzen, der ganzen Mission seht. Und dann, ja, ist dann halt einfach ein Schnitt drin, dann ist das so. Und ich schneide es dann irgendwie alles für euch zusammen, dann passt das. Denke ich mal. Das ist jetzt der neue Plan, weil ich, wie gesagt, bei der alten Mission mit der Forschungsstation verteidigen. Da ging es ja nochmal hoch her. Wie gesagt, da kam nochmal ein K. So, hier haben wir doch schon wieder einen, der... ...der auf Lean eingestellt ist. Das ist gut, dass man das immer noch sieht. Genau, aber wie gesagt, wir sind jetzt hier... Genau, hier war ein Datentresor. Ja, das ist doch bestimmt die Sonde jetzt, die ich da... Ne, die ist ein profitables Andenken. Hä? Nexus Nania ist hier, okay. Ja, wobei, gut, kann ja auch erkunden. Ich erkunde, lass das jetzt nochmal alles erkunden hier. Und guck mal zwischendurch rein. Wie gesagt, mittlerweile haben ja alle Schiffe den... Befehl, mir das zu melden, sobald irgendwo ein Schiff aufgegeben worden ist. Ja, stimmt, hier hatte ich jetzt zuletzt die Satelliten aufgestellt. Ich probiere es jetzt aber einfach nur mit dem Erkundungsbefehl. Wie gesagt, das mit den Satelliten war eigentlich nur... Weil ich das Gefühl hatte, oder beziehungsweise mir wurde es ja auch bestätigt, dass das die Erkundungsmission nur noch hier quasi auf der Ebene, auf der flachen stattfindet und nicht mehr hier oben in den Raum und unten. Das werden wir gleich mal begutachten, ob das denn jetzt immer noch so ist. Wie gesagt, beim Überfliegen der Patch Notes habe ich da jetzt nichts in der Richtung gefunden, aber ich habe es auch wirklich nur überflogen, weil sie sind riesig. Also da wurden wieder bestimmt über 100 Sachen geändert beziehungsweise gefixt. Aber das kennen wir ja nicht anders. Das macht Egosoft halt so. Und das ist ja auch gut so. Ja, und es schien auch tatsächlich, das wusste ich nicht, ein Problem mit dem...
den Supply-Schiffen, also den Nachschubschiffen, zu geben. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt dann immer noch so ist. So, genau, Ronolans Statement hatte ich nämlich extra, damit die dann da hier wieder hinfliegt. Kann ich jetzt also wieder zur normalen Flotte hinzufügen. Und zwar Flotte des Kommandanten versorgen. Zack. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt dann gleich wieder. Jawohl. Ja, und dann mal sehen. So, beschaffe Manager, das können wir machen, wenn die Butze hier fertig gebaut ist. Ah ja, der. Entweder lädt er jetzt die Nanotruhe noch aus, aber ich glaube, das sind jetzt erstmal Höhlenteile, die er auslädt. Gut, da geht es hier also weiter, sehr schön. Perfekt. Okay, dann schaue ich nochmal in Antigone Memorial. Ja, das habe ich ja leider vermutet. Da dieser Sektor schon vollständig erforscht ist. Und wie gesagt, die Erforschung bezieht sich auf alle verfügbaren Stationen und so weiter. Also müssen wir tatsächlich doch nochmal hier eine Kette von Satelliten legen. Bisschen zu. So. Kann sich ja ruhig ein bisschen überlappen. Ah, jetzt macht er neue Befehle hier rein. Das wollte ich natürlich nicht. Den wollte ich verschieben, genau. Auf der Suche nach dem. Nein. Verdammt. So. Es ist ein bisschen warm, muss ich dazu sagen, wie das. Also, was heißt warm? Es ist. Eine Bullenhitze, der Ventilator läuft wieder. Aber ihr habt nicht geklagt. Auch Ronulein meinte ja, dass man den nicht hört. Gut so, aber ich fühle mich ausreichend gekühlt. Aber es ist eine Bullenhitze. Ich habe auch alle Rollläden runtergemacht. Und ja, gut, ich könnte natürlich auch, ich habe ja immer noch Urlaub zu diesem Zeitpunkt, zwar jetzt nur noch eine Woche. Aber. Ja, ich könnte natürlich jetzt anfangen, auch mehr abends oder nachts zu streamen, also aktuell zu streamen, sei schon aufzunehmen. Aktuell ist es 5:30 Uhr, also 17 Uhr, 16:30 Uhr, ihr merkt, mein Gehirn ist schon etwas weich geworden. Aber ja, machen wir das Beste draus. Deswegen, falls ich irgendwie mal wirr reden sollte, liegt es einfach an der Hitze. Ja, ist auch eine gute Ausrede. So, jetzt habe ich erstmal wieder ein paar Linien gezogen, habe ich jetzt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber jetzt kann Nexus Narnia erst noch ein paar Satelliten aufstellen, in der Hoffnung, irgendwie das Schiff unter Umständen zu finden, das aufgegeben. Ja, komm, jetzt kann ich die hier oben auch noch fertig machen. Die Reihe. Und wenn alles nichts hilft, muss ich nochmal größer ziehen. Ja, also wie gesagt, sind einige Dinge gefixt worden, repariert worden. Und ja, ich denke mal, das wird man im Laufe der Zeit auch merken. Jetzt muss ich nochmal gerade mal schauen, die Sonde ist ein profitables Andenken. Gut, die muss ich ja trotzdem irgendwie mal losschicken. Das nutzt ja nichts. Okay, das ist natürlich jetzt auch spannend. Hier ist ein Fragezeichen, aber es ist schon sicher, dass es die Sensorbündelfabrik ist. Spannend. So, ich will es gerade noch mal schauen. Stiller Zeuge. Ja, da hatte ich immer noch der Meinung, dass es dort ein inaktives Tor gab. Das geht nach 18 Milliarden. Das geht, ja, gut, dann war das hier.
Dann war das mal das hier, was aber mittlerweile aktiviert ist, weil es halt in einen DLC-Sektor führt. Ja, gut. Nichtsdestotrotz. Ich habe jetzt nicht mehr nach Datenresorten ehrlicherweise geschaut. Aber die Sonne soll ja trotzdem was zu tun bekommen. Also, wie gesagt, wir hatten ja bisher noch ein, genau hier, das inaktive Sprungtor. Gut, man sieht es auch nicht so super gut, aber das ist definitiv auch noch inaktiv. Davon haben wir uns ja persönlich überzeugt. Aber hier, den Sektor können wir auch generell mal erforschen. Das sind anscheinend nur Schiffe von mir so gewesen. Und dann mal gucken, ob wir da dann sehen, ob wir zumindest das Erkunden wieder so ein bisschen, ja, in Ordnung gebracht wurde. Hier können wir auch nochmal hinschicken dann. Genau. Dann, so, die Manticore muss noch gebaut werden. Ansonsten die kleinen Abwurfdrohnen werden weiter produziert. Das heißt, da bin ich dann auch bald durch. So, die Teuter flieht jetzt hier aus dem Kampfgebiet, hier aus Habgier, aber da ist sie eh eher nutzlos. Deswegen werde ich die, sobald hier das soweit auch das ist eine Änderung. Sehr schön. Jetzt sieht man, was Munitionscontainer sind. Ja. Perfekt. Perfekt. Gut. Ja, auch eine sehr, sehr, sehr hilfreiche Änderung. Ja, also wie gesagt, die Patches bei Egosoft bestehen ja nicht nur aus Bugfixes, sondern sie bauen ja auch Features nach und nach ein. Und ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erwähnt. Es ist natürlich auch so, dass Egosoft eine relativ kleine Software-Schmiede ist. Und sie ja auch vieles auf dem Programm haben und sicherlich auch viele Dinge auf dem Schirm, aber halt nicht alles gleichzeitig machen können, weil manche Probleme halt auch einfach länger dauern, um sie zu beheben. Aber ich bin generell doch so ganz zufrieden mit den mit der Entwicklung des Spiels weiter und bin halt wie gespannt, was die Zukunft noch so für uns bringt. Genau, also Bollwerk 4 ist eigentlich noch nicht fertig. Also ich habe jetzt eigentlich alles geliefert, bis auf Hüllenteile. Okay, gut. Dann mache ich das nochmal schnell. Habe ich jetzt hier... Warum ist der Sonnenkraftwerk XXL-Händler? Ach, den hatte ich, glaube ich, noch nicht weiter wieder zugewiesen. Wahrscheinlich. Ja gut, dann sollte der das mal machen. Einfach. Oder beziehungsweise, nee. Da kümmere ich mich mal gleich drum. Wo haben wir denn? Habe ich meinen Transporteur? Ich hatte ja einen, hatte ich ja noch übrig. Hatte ich den irgendwo irgendeiner Baustelle zugewiesen? Kann das sein? Der Manticore zugewiesen, das ist ja soweit richtig. Und der zweite Manticore, den schicke ich ja dann auch hier hin, der geht dann aber wieder nach Habgier. So, da ist eine Station. Aber wo habe ich denn... So, jetzt will ich mal gerade schauen. Theoretisch... Ne, das sind Flotten... Ich überlege gerade, so Funktion habe ich jetzt nicht, ne? Okay, rollen wir mal das Pferd von hinten auf.
So, das sind die ganzen Bussard und Abfangjäger, das ist soweit klar. So, und davor habe ich ja, glaube ich, das Log mal gelöscht. Okay, da wird eine Grundstation zerstört. Das sind jetzt die ganzen Bussarde und Abfangjäger, das ist klar. Ich sehe den Transporteur hier aber nicht, was für mich jetzt im Endeffekt heißt, den habe ich irgendwo, ja, irgendeiner Station noch zugewiesen. Habe ich hier beim Bollwerk 2 versehentlich? Ne, hier ist noch ein Baulagerhändler. Aber den brauchen wir da auch nicht mehr und den nehme ich jetzt auch erstmal und dann suche ich irgendwann später mal den. So, der kann aber, wenn er sich eh jetzt hier befindet, in Hatikvas Entscheidung 1, kann der jetzt mal hier Waren transferieren. Und kann mal, ja komm, einfach mal ein paar Hüllenteile mitnehmen. Wenn noch ein bisschen was im Lager ist, ist ja nicht verkehrt. So, und dann hier einmal mit dem Baulager transferieren. Nee, falsch. Falsch, hier muss ich ja hin, hier fehlen ja noch. So, das heißt, dann kann ich eigentlich im Endeffekt hier... So, zack. Und hier transferiere ich den Rest einfach nochmal hin. Aber habe ich nicht hier eh eigentlich auch ein Budget zur Verfügung gestellt? Ne, habe ich nicht. Gut, aber wie gesagt, muss ich dann eh den anderen nochmal losschicken. Das heißt, ich werde jetzt dann den... Baulagerhändler soll dann einfach am Hauptquartier andocken. Hm. Nochmal. So, jetzt hat er den richtigen Befehl. Gut, die Sonde müsste ja eigentlich schon da sein. So sieht's aus. Ja, sie fliegt auf jeden Fall nach oben. Ich glaube, das Problem wurde gefixt. Gut, dann harren wir mal der Dinge, die da noch kommen. Und dann würde ich sagen, gucke ich mal, ob es jetzt was Neues in Timelines gibt. Und dann, wie gesagt, versuche ich dann die nächste Mission halt dementsprechend zu spielen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Hätte ich jetzt beinahe gesagt, die Mission, oh Gott. Ich sage ja, es ist heiß. Es ist einfach nur verdammt heiß. Und ja, also nicht die Mission, sondern die Episode hier ist ja noch nicht zu Ende. Und vielleicht gibt es auch wieder ein bisschen Überlänge, das muss ich dann halt einfach sehen, wie lang dann halt die Mission wird in Timelines, die ich dann spiele. Also, ich schalte jetzt um Richtung Timelines. Bis gleich. So, da bin ich wieder jetzt wieder mit Harper Donald unterwegs in Timelines. Ja, also es kann sein, vielleicht verpasse ich das ein oder andere Gespräch. Also ich versuche alles so gut wie es geht mitzunehmen. Hab aber die Vermutung, dass wohl nach einer gespielten oder erfolgreichen Mission, also wo es ein paar Sterne gab, es dann intern weitergeht, ich weiß es nicht. Und ich hoffe auch, dass ich nicht irgendwie Gespräche habe, die ich hier wiederhole. So. Versehentlich. Sir. Aber die wollen alle nicht mit mir reden. Was ist das? Verloren im Dunkeln? Was bedeutet das? Und wessen Gekritzel ist das? Okay. Haben Zweck hier? Es kann gar keine größere Bestimmung geben. Wir berichtigen Fehler in der gesamten Galaxie. Wächter des Schicksals, du sagen? In der Tat, meine Split-Freundin. Aber Split ersehen Rückkehr nach Hause. Split hier gefangen. Die Schöpfer haben ihre Gründe, Pa. Wenn wir ihre Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen, werden sie uns vielleicht belohnen. Vielleicht schicken sie dich eines Tages nach Hause.
Du geben Split viel zu denken, Freund Tamangtal. Du haben viel Weisheit. Ich glaube, das Gespräch hatten wir schon. Aber die Kommentare von ihm jetzt zwischendurch verstehe ich jetzt nicht. Nee. Also, vielleicht auch noch mal eine kleine Sache vielleicht für Egosoft. Dass man vielleicht... Ich grüße Sie. Leute, die einem was zu sagen haben, vielleicht noch mal extra irgendwie vielleicht markiert. Was ist das für ein Ort? Ein echofreier Raum? Der dunkelste Ort, an dem ich je war. Die Luft schmeckt abgestanden. Unheimlich. Okay, scheinbar haben sie noch ein paar Kommentare hinzugefügt. So. Oh. Ganz, ganz viel hier, die schon hier ja am Korrigieren sind. Wir haben es ja jetzt nochmal gehört. So, also, Graf 2 haben wir komplett abgeschlossen. Jetzt machen wir also... Graf 3. Die Rekrutierungsmission haben wir schon abgeschlossen. Und wir sehen auch schon, es gibt hier neue Symbole von den Sternen her. Hier haben wir 2 Sterne bekommen. Wir brauchen innerhalb 10. 2 haben wir, das heißt, wir müssen aus den verbliebenen 4... mindestens 8 noch erreichen, also jede Runde muss mindestens mit 2 beendet werden. Und jo, ich würde sagen, dann gehen wir auch der Reihe durch. Wir gehen jetzt hier hin, das ist wieder wohl ein Rennen. Aber hier gibt es scheinbar nichts freizuschalten, zumindest sieht es nicht danach aus, ist egal. Wie gesagt, ich versuche jetzt mindestens, ja, ich muss jetzt hier eigentlich 2 erreichen, also ich probiere es jetzt einfach mal direkt, aber kann ja auch woanders dann 3 versuchen, aber also wie gesagt, Rennen sind nicht so mein Ding, deswegen genau, entweder kommt jetzt hier ein Schnitt gleich oder die Runde, die ich jetzt mache, reicht schon aus. Und los geht's. Ein herzliches Willkommen im Herzen von Weg zur Freiheit zu einem weiteren spannenden Rennen im Nebula Open Cup. Heute werden wir präsentiert von Aurora Casino, Weltraumrunden und kosmische Stunden. Macht euch gefasst auf ein weiteres packendes Rennen, das unsere Piloten und Pilotinnen an ihre Grenzen bringen wird. Die Strecke ist ein Labyrinth aus Windungen und Kurven, eine echte Herausforderung, die Rennfahrende von Bofu-Schleppern trennt. Und aufgepasst, denn heute haben wir ein aufregendes Extra! Die legendäre Kayla Daniels staubt die Spinnweben ab und taucht aus dem Ruhestand auf, um den Kampfgeist des neuen Pfeilrennschiffs zu testen. So etwas haben wir schon lange nicht mehr gesehen und die Aufregung über die Rückkehr einer echten Rennsport-Ikone ist spürbar. Macht euch bereit für ein Spektakel, Leute! Na gut, gehen wir's an. Nimmt die innere Linie und ja, sauber überholt. Hätte ich da durchfliegen müssen? Oh, das geht mir schon wieder jetzt so auf den Nerv, ehrlich gesagt. Ich muss doch unter dieser Station hier durchfliegen, oder nicht? Da komme ich doch gar nicht durch, sonst... Na gut.
natürlich 6 da, ist eh klar. So, ich das jetzt eh mit dem Fauxpas nicht gehabt hätte. Haltet den Atem an, Leute! Wir haben eine Kollision auf dem Weg zur Kurve 4! Durchfliegen. Also nur ein Schutzschild. Okay, alles klar. Das macht die Sache natürlich ein bisschen einfacher. Problem ist, ich habe jetzt zu viel Boost verbraucht. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag erleben würde. Es war ein hartes Rennen, aber der Rekord von Kayla Daniels wurde nicht nur geschlagen, sondern... So. Ich habe 4 Sterne erreicht, okay. Gut, muss ich also nicht schneiden. Nehme ich natürlich gerne so mit. Obwohl ich mich eigentlich so der... Ja gut, da könnte ich sogar fast schon, glaube ich, versuchen, 5 Sterne zu erreichen. Position 1. Hä, ich bin Erster geworden? Muss ich mir im Replay dann nochmal anschauen. Weil, ja gut. Gut, hier könnte ich in der Abschlusszeit könnte ich bestimmt noch was erreichen, wenn ich jetzt gewusst hätte, dass ich mit einem da durchfliegen kann. Ja, perfekt. Ja, das nehme ich natürlich gerne mit. Ich bin die. Und dann bin ich ich. Unheimlich. Ja gut, dann haben wir hier also jetzt schon mal 6. Das heißt, wir können jetzt hier ein bisschen ja, relaxter sein. Frage ist, gehe ich jetzt schon mal gucken, ob es irgendwie weiterging im Hintergrund oder ist es an den Grafen selber gebunden, wie es geschichtlich weitergeht. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall egal. Das haben wir erledigt. So. Und hier gab es, ich gucke nochmal, keine weitere, ja, 5 Sterne brauche ich 30.000 Punkte. Vielleicht wäre das sogar gegangen, wenn ich beim ersten Mal mich nicht so dämlich angestellt hätte. So, erfahrene Schürfer. Setze ein mittelgroßes Bergbauschiff ein und sammle so viel Erz oder Silizium wie möglich in der vorgehenden Zeit. Auf der Hut vor feindlichen Schweren. Gut, das kennen wir ja grundsätzlich. Hier gibt es jetzt auch keine Belohnung. Aber hier nehme ich natürlich auch mindestens einen Stern mit. Wobei, ja gut, einer müsste 2 sein, die anderen könnten... einer sein, dann würde ich auch auf die 10 kommen. Aber ja. Ich würde sagen, die nehmen wir die Episode noch mit. Und wie gesagt, je nachdem, wie es geworden ist, gibt es einen Schnitt oder eben nicht. So, dann starten wir jetzt diesen Modus. Unser Zeitplan hat sich verdichtet, kleiner Bruder. Oder sollte ich sagen, Prospektor Hammond. Die Xenon machen diese Phase des Projekts besonders schwierig. Der Lord Prospektor erlaubt nur erfahrenen Schürfern wie dir, den Hangar zu verlassen. Keine Sorge, die Frontlinie hält noch. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme. Sammle so viel Erz und Silizium wie möglich und vergiss nicht, es an die Raffineriestationen zu verkaufen, um Platz für eine weitere Fuhre zu schaffen. So, alles klar. Dann machen wir das. So, hier werden ja bestimmt irgendwo passende sein. 10 Minuten, okay. Da wären wir doch schon richtig. So, wir haben einen schönen Drill. Die mag ich. So, da
an. Asteroid. Fliegen noch mal ein bisschen entgegen. Ja, ich sammle jetzt hier einfach alles ein, was geht. So, was haben wir hier? Asteroid. Silizium, perfekt. Da fliegen wir natürlich näher ran. Laderaum, Erdladeraum voll. Ich glaube, müssen wir jetzt schon abladen. Weiß gar nicht. Ich glaube, ich fliege jetzt schon wieder zu viel. Hey, MD. Wo liegt das Problem, Rekrut? Kommt Störung. Schon wieder? Ich sehe es mir an. Die Diagnosen sind klar. Ich werde einen gründlichen Systemscan in der Einrichtung durchführen. Konzentrieren Sie sich vorerst einfach auf die Mission. So, und jetzt habt ihr das mal live erlebt, diesen Zwischenruf vom Missionsdirektor. So, ich glaube, ich verplempere aber schon massiv Zeit, weil ich glaube, mein Laderaum ist jetzt schon voll, ich weiß es nicht. Also wir standen Erzladeraum 100%. So, Bergbaulitzer überhitzt auch schon. Ja, da sind wir schon voll. Okay, wo ist jetzt hier die Raffinerie? Erz- und Silizium-Raffinerie. Ich vermute mal, wir können nicht... Autopilot eingeschaltet. Wahrscheinlich können wir jetzt nur... Ja, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, mich nur auf ein Erz zu konzentrieren. Entweder Silizium oder halt eben Erz. Schauen wir mal. Oh, das Landen wird jetzt auch abenteuerlich. Ich hoffe, das Ding hat einen Landecomputer. Natürlich kommen wir von unten. Autopilot ausgeschaltet. Silizium-Raffinerie. Kombinierte Summe für einen Stern. Also wenn ich alles los werde, dann geht das vielleicht. Vom Schub runter. Okay. Ich glaube, wir sind schon zu weit, glaube ich, ne? Ah ja, jetzt muss ich nochmal die alten Skills wieder anwenden hier. So, zurück. Und ein bisschen tiefer. Kommen wir der Sache jetzt schon näher. Chikshu, ein paar Xenon sind durch unsere Verteidigung geschlüpft. Die Situation wird nur noch schlimmer werden. Du musst dich entscheiden, ob du deine überlegenen Manöver zur Schau stellen oder es einfach auf dem Dock aussitzen willst. Ja, da schauen wir mal. Genau, jetzt müssen wir nur noch die beiden zusammenbringen, dann sind wir auf der richtigen Position. Zumindest meine ich, dass das so war. Kostet Zeit. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall nochmal machen müssen. Erfolgreich angedockt. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Thank you.
Andocken abgebrochen. Andockerlaubnis erteilt. Oh, hoffentlich muss ich mich jetzt nicht drehen. Okay, also hier mehr als einen Stern zu erreichen, das... vielleicht gibt es ja doch einen Landecomputer. Ach, natürlich nicht. Erfolgreich angedockt. Ja, dann muss ich separat. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Gut, aber ganz ehrlich, hier brauche ich eigentlich keine extra Folge machen, weil das hier passiert ja großartig nicht viel. Das mit der Störung habt ihr auch gesehen. Also wenn ich jetzt hier keinen Stern schaffe, ist er jetzt durch. Das macht keinen Sinn. So, und ich sollte jetzt auch nur noch hier versuchen, hier irgendwas Erzmäßiges schnell noch einzusammeln. Aber ihr seht ja, hier passiert ja sonst in der Geschichte, glaube ich, nicht mehr viel, weil wenn die Zeit abgelaufen ist. So, schauen wir mal, ob wir hier noch was machen können. Asteroid. Na, sind die Xena natürlich an mir dran, ne? Aber da schon nicht da steht für 2 Sterne. Erzraffinerie. So, probieren wir jetzt das, was wir eingesammelt haben, einfach schnell abzuliefern. Weiß nicht viel, aber... Undock erlaubt. Boah, verdammt. Danke für Ihre Hilfe. Für was? Oh, dass die sind aber auch behäbig, die. Ja gut, aber das, da übt man das natürlich jetzt auch so ein wenig, das Fliegen mit den Minern. Aber dadurch habe ich es natürlich jetzt total verkackt, weil 60 Sekunden werde ich es nicht mehr schaffen. Ich weiß nicht, ob es mit dem Controller oder Joystick vielleicht besser ist, aber... Ja, das wird nichts. Zum Glück bist du heil zurückgekommen. Vielleicht gibt es noch extra Punkte dafür. Okay, ich habe 1 Stern bekommen, alles gut. Perfekt. Aber, jo. Naja, gut, immerhin 1 Stern reicht. Reicht mir erstmal, da ich mit dem Rennen ja gut vorgelegt habe. Und, jo, perfekt. Dann kann ich das beruhigt abschließen. Ihr habt ja gesehen, was man da machen muss, das macht jetzt keinen Sinn, nur wegen 2 Sternen das jetzt zu machen. Jo, alles klar. Dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Seid gespannt, wie es weitergeht in der nächsten. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier aus dem Nexus wieder rausgehen. Erstmal. Und schauen, ob draußen noch irgendwie neue Geschichten oder irgendwas gibt. Wie gesagt, es kann passieren, dass es was doppelt gibt, was schon mal wann anders
ein Gespräch abgehört habe oder ja, dass ich auch welche verpasse, alles möglich. Ist halt so, aber so die Grundgeschichte sollten wir ja theoretisch mitbekommen. Alles klar, dann würde ich sagen, habt noch eine schöne Zeit, bis zur nächsten Folge, bis dahin, euer Shintoaga. Ciao, ciao.